Also vielleicht ist es interessant, an dem Flieger zu sehen, sag ich mal, vielleicht für die Kamera auch von der anderen Seite. Ja? Da habe ich mir viel Arbeit mitgemacht und habe das nachempfunden, diese Öffnung des Rumpfes, die Naht, die sieht man nur auf dieser Seite, die ist wie im Original, konnten die damals die Klappen aufmachen und konnten in dem Rumpf die Spanten und alles kontrollieren oder Reparaturen durchführen. Das war einfach nur, damit man da rein konnte und irgendwie Reparaturen durchführen konnte. Die Arbeit habe ich mir da mal gemacht und habe das auch gemacht. Ja. Ansonsten ist sie so, wie sie aus dem Baukasten von Balsa USA kommt, auch gebaut. Und naja, mit viel Mühe und viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Wie lange hast du dran gebaut? Ja, das war ein kaputter Flieger. Den hat hier ein Kollege von uns kaputt geflogen wegen der Untermotorisierung. Da hat er ein paar Jahre in der Ecke gelegen und kommt dann hier irgendwo wieder zum Vorschein. Und dann habe ich das Ding übernommen und habe dann so ungefähr nochmal, sagen wir gut, ein Jahr, anderthalb Jahre bald dafür gebraucht, die so herzustellen, wie sie jetzt ist. Und hast du jetzt aber auch schon ein paar Jahre im Gebrauch? Also nee, das war heute, also, der war der fünfte Flug. Fünfte? Ja, ja. Hm. Ja, dann ist noch ziemlich frisch und jungfräulich. Ist auch dem Original nachempfunden. Auch die Beschriftung eigentlich so in dieser Art und Weise. Nur dieser Flieger heißt im Original, glaube ich, Betty heißt sie im Original. Ich habe das abgeändert in Big Red. Das ist dann mein Kürzel gewesen, weil das war irgendwo mein Nickname. Durch meine rote Corsa, die ich ewige Jahre geflogen habe. Und darum habe ich dies auch einfach so übernommen, weil es muss mir gefallen, das ist wichtig. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und wie viele Flieger hast du noch im Keller stehen? Oh, ja, wenn ich jetzt da, muss ich richtig überlegen, fünfte ist noch wieder einer im Bau, ein großer Fieseler Storch, auch wiederum mit so einem Motor. Ja, es geht weiter. Immer wieder oder Idee. Großmodelle auch. Ja, ne? Großmodelle sind noch. Ja, nicht außer, unter mal, zwei Meter, oder? Doch, da, der Kleine da zum Beispiel lässt, der, den ich dann einfach mal abends oder überhaupt mitnehmen und zu fliegen. Ja, da kann man so ins Kofferraum. Kriegen, und ne? Vor allen Dingen, den nimmt man mit. Bei dem ist es jetzt zum Beispiel dann so, denn wenn ich den aus dem Hangar heraushole, also bei mir aus dem Hangar heraushole und hier stehen habe, sind zwei Stunden vergangen. Mit Aufbauen und Abbauen, naja, wieder das Abbauen. Also bin ich vier Stunden unterwegs eigentlich, bevor ich einmal geflogen habe. Ja. Jetzt dauert das wieder ein paar Tage, bis der mal wieder zum Fliegen kommt. Ne? Ah, ist schon toll mit dem 50er, sagt er gerade, das ist schon der Sound ist was natürlich Besonderes. Erlebt davon. Ja, ne? Ja. Absolut. Ja. Also der ist toll, aber ich sag, der Motor, den haben die meisten da nicht. Ja, in diesem Flieger weniger. Man sieht schon mal. Aber in anderen Flugzeugen ist das natürlich häufig. Mhm. Ich habe damals mal von der Firma aus den achten Motor gehabt, die Motor Nummer 8. Ja. Das war schon eine ganze Zeit her. Jetzt habe ich letzte Woche noch einen gekriegt. Der steht jetzt drauf 2004 oder sowas. Mhm. Also die haben schon mächtig viele davon verkauft. Das Ding scheint auch wirklich überall zu funktionieren. Hauptsache man schraubt an diesem Motor nicht und weiß wie herum. Und das ist der Fehler von vielen Leuten, die da experimentieren und schrauben und immer wieder einstellen müssen und. Braucht man nicht. Wichtig ist wie bei jedem, auch bei diesem Motor vor allen Dingen, die Kühlung. Die Kühlung ist das A und O. Ja. Ja. Naja. Der macht doch seine 15 PS oder was? Ja, also annähernd an den 15 PS sollte er liegen, glaube ich. Mhm. 13, 14, 13 PS oder irgendwie sowas. Aber ist ja Wahnsinn. Der lebt das Flugzeug senkrecht in den Himmel. Ja, ne? Da kannst du torken, will. Ne? Ja, also man könnte damit torken, aber dann kommen die Jungs hier sofort mit einem großen Klopfstock und dann gibt es was drauf. Du nicht. Nee, du. Ganz deine Papiere ab. Das darf man nicht. Selbst ich darf das nicht, obwohl ich hier in dem Laden schon 30 Jahre den Präsidenten mache. Aber da kommen sofort die Kollegen und schimpfen. Ja. Das sieht ja auch nicht aus. Stilbruch. Nee, das stimmt. Bei so einem Teil ist es einfach nur schön, langsam und genussvoll fliegen, dann ist das toll. Ja, aber warum auch nicht mal? Ne? Ja, ja. Also das macht man ja nicht grundsätzlich, aber ausprobieren will ja, man nur das schon, aus Jux heraus. Was ja. Der kann, ne? Messerflug würde auch gehen, ne? Ja, aber ich glaube, da haben die im Original nicht gekonnt. Das sieht auch im Modell dann ganz fürchterlich aus. Dadurch, dass er so einen starken Motor hat, ne?
Hoffnungslos übermotoriert. Ja. Übermotorisiert, ja. Mhm. Ja. Normal hast du so ein ZG38 drin. Oder so. Ja, aber deswegen ist er ja schon mal runtergefallen. Dann fehlen eben irgendwo Reserven. Ne? Mhm. Wenn da mal irgendwas ist, man kann nicht einfach dann mal Gas geben, dass er aus der Misere raushilft. Wenn du bei dem Zack ein Gas nachschiebst, dann ist er, zack, ist er schon sofort wieder da. Ne? Ja, da steht auch noch Licht hier. Ja. Im Original auch. Ja. Wo an bestimmten Stellen der Rumpf das überhaupt aufgehalten hat. Ja, da anheben, auch da unten der Fußtritt, wo der Pilot reingetreten hat, wenn er in die Fläche getreten hätte, wäre er durchgegangen. Was soll das für eine Bespannung? Stoff, ja, ich glaube, die hat nur Leinen da drauf oder sowas. Nein. Mit Spannlack, ja. Ja. Naja, wir geben unser Bestes.